Gut, also unser nächster Punkt, unser letzter Punkt für heute, Konventionen in Schaltplänen bezüglich der Spannung. Also worum geht es hier? Wir haben jetzt schon mehrere Schaltpläne gezeichnet und ich habe mich versucht, an diese Konventionen zu halten, die jetzt gleich kommen. Diese Konventionen, die sind nicht notwendig dafür, damit ein Schaltplan die Schaltung richtig beschreibt, sondern die sind eher notwendig dafür, damit jemand anderer, der den Schaltplan sieht, sich auch wieder auskennt. Das hat sich irgendwie herauskristallisiert als sinnvolle Regeln, an die man sich hält, wenn man so einen Schaltplan zeichnet und dann schaut ihn jemand anderer an und es weiß sofort jeder, was gemeint ist. Und da habe ich eben mehrere Punkte aufgelistet. Zunächst einmal, Schaltpläne so anordnen, dass hohes Potenzial oben und niedriges unten gezeichnet wird. Das haben wir hier zum Beispiel. Wir haben den Pluspol der Spannungsquelle oben liegen, sodass hier das höchste Potenzial ist. Und wenn ich mich jetzt in der Schaltung, in dem Schaltplan von oben nach unten bewege, dann fällt eben genauso auch die Spannung ab, bis wir dann eben hier unten auf dem Ground-Potenzial sind. Stromversorgung ist links. Das ist auch so ein Ding, dass man einfach links die Batterie hinzeichnet oder die Spannungsfälle, was auch immer. Und daraus folgt dann natürlich auch, aber dazu kommen wir dann später noch, dass man quasi den Strom so zeichnet, dass er von links in die Schaltung hineinfließt und dann unten wieder nach links abfließt. Also so ist dann der Stromkreis üblicherweise. Wie gesagt, das ist nicht zwingend notwendig. Wenn ich diese Spannungsfälle nehme und einfach rechts zeichne, ist es immer noch ein gültiger Schaltplan, der immer noch diese Schaltung perfekt beschreibt. Aber wenn jemand, der viel mit Schaltplänen macht, diesen Schaltplan sieht, dann ist irgendwann das Erste, dass er sich überlegt, passt denn das? Habe ich den jetzt verkehrt rumliegen? Also das ist einfach verwirrend. Und darum hat man diese Konventionen und dann kann man schon in den fertigen Mustern Mustererkennung machen und sehen, ah, das ist diese Art von Schaltung und so weiter und so fort. Also die Quelle links. So, und die Spannungen, wenn man Spannungen einzeichnet, dann macht man das mit Pfeilen neben den Bauteilen, so wie wir das hier gemacht haben, nicht mit Pfeilen in den Bauteilen, mit Pfeilen neben den Bauteilen, die von den hohen Spannungen zu den niedrigen zeigen. Also die zeigen immer in Richtung des Abfalls, in Richtung des Spannungsabfalls. So, das sind die drei Konventionen, die mir so beim Überlegen, wie ich das Skriptum geschrieben habe, eingefallen sind, wie man Schaltpläne zeichnet in Bezug auf die Spannungen. Es kommt später noch ein anderer Block, quasi wie man Schaltpläne zeichnet in Bezug auf Strömen. Und es gibt sicherlich ganz, ganz viele Regeln, von denen ich wahrscheinlich manche gar nicht kenne, weil die eher bei der Telekommunikationstechnik geläufig sind oder die ich intuitiv mache, aber ich habe es nicht geschafft, sie ins Bewusstsein zu holen und zu verbalisieren. Aber wenn man sich an diese Sachen hält, dann stimmt schon mal zumindest das Große, das Big Picture, und jemand, der die Schaltung nicht kennt, aber sich grundsätzlich mit Elektronik auskennt, der wird relativ schnell verstehen, was diese Schaltung eigentlich tun soll. Gut, wenn man die Schaltungen anders zeichnet, bleiben sie immer noch gültig, sind aber ungewohnt. Und wenn man dann vorher so einer Schaltung ist, dann ist es ganz sinnvoll, die einfach neu zu zeichnen. Dass man sich einfach hernimmt, die Schaltung, und sich überlegt, okay, wie sind die Bauteile miteinander verbunden? Dann zeichne ich das mal so, wie man Schaltpläne normalerweise zeichnet. Und da habe ich eben so einen Schaltplan, der irgendwie sehr ungewöhnlich aufgezeichnet ist. Und daher haben wir jetzt hier die Übung, wie zeichnet man diesen Schaltplan richtig neu. Ist das nicht der? Nein, er ist topologisch der, aber nicht ganz. Ich muss wieder daher scrollen und abschreiben, wie die Widerstände heißen. So, R1, R2, R3, R4. So. Ist das der? Nein, weil die oberen zwei heißen R1 und R3. Genau. Und R3. Ja. Die beiden kann vertauscht, dann ist es der Schaltplan. Aber ihr seht, das ist schon sehr ungewohnt. Also ich glaube, selbst nach ein bisschen Übung mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, wenn man dann so einen Schaltplan sieht, irgendwie, schaut der komisch aus. Man kann ihn sicherlich so zeichnen, dass das überschaubarer ist, was diese Schaltung macht.
Aber vielleicht gibt es irgendwann ein paar Außerirdische, die haben auch Elektrotechnik erfunden, die darauf gekommen sind, dass es technische Anwendungen für diesen Teilbereich der Physik gibt. Und vielleicht würden die diesen Schaltplan genau so zeichnen. Das stimmt halt die Art und Weise, wie die das gelernt haben, wie die denken, und das macht ganz viel Sinn. Und wenn man verstehen wird, was dahinter ist, wird man vielleicht neue Einblicke gewinnen in die Schaltungen. Man sagt, man könnte natürlich auch diese Merkmale hervorheben durch ein anderes Layout. Wenn jemandem dazu was einfällt, dann nehme ich jemanden her damit. Ich bin immer offen für Neues. Ich habe jetzt eine Frage. Dem Ohmschen Gesetz folgend, könnte ich jetzt hier bei diesem Schaltplan auch die Ampere dazu schreiben? Ja. Und zwar an jeder Position, wo wir die Volt hingeschrieben haben, könnte ich, also in jedem Netzwerkknoten, könnte ich jetzt wieder die Ampere dazu schreiben? Den Netzwerkknoten nicht. Weil ich habe, wenn wir zum Beispiel diesen Knoten anschauen, wenn wir uns diesen Knoten anschauen, dann habe ich hier zwei zufließende und zwei abfließende Ströme. Und die könnte ich quasi jeweils einzeichnen. Das führt aber dazu, dass man eben in der Regel die Ströme eher nicht in den Knoten global einzeichnet, sondern direkt an den Bauteil und sagt, von dort fließt das aus dem Bauteil raus oder das in den Bauteil hinein. Und dann gibt es hier noch einen Querstrom, wo man sich halt auch überlegen müsste, in welche Richtung geht der eigentlich. So, geht der von links nach rechts. Weil wenn ich das hier trenne, hätte ich hier die Hälfte und da habe ich ein bisschen weniger. Also geht das so. Das ist die Eigenschaft einer unbalancierten Brücke, dass dieses Brückenstück nicht stromfrei ist. Und wenn da quasi kein Strom fließt, dann spricht man von einer balancierten Brücke. In der Messtechnik braucht man solche Schaltungen. Also mit den Strömen ist es eben nicht so einfach, weil ich eben nicht sagen kann, pro Netzwerkknoten ein Strom. Ich kann das sagen für das Potenzial. Pro Netzwerkknoten genau eine Zahl. Aber bei dem Strom muss ich mir andere Sachen anschauen. Da muss ich mir die einzelnen Zweige anschauen von dem Netzwerk und kann nicht einfach nur einen Knoten als Ganzes betrachten. Aber die einzelnen Zweige, die Summe der einzelnen Zweige muss ja dann auch wieder korrelieren. Ja, da gibt es dann das zweite Kirchhoffsche Gesetz, das Kirchhoffsche Stromgesetz, da kommen wir das nächste Mal dazu. Das drückt genau das aus. Also du kannst es so denken, ja? Weil wir vorher gesagt hatten, dass der Strom teilt sich indirekt proportional zu den Widerstandswerten. Wenn wir uns nur den unteren Teil der Schaltung anschauen, dann fließt quasi da und da gleich viel Strom. Wenn wir uns nur den oberen Teil anschauen, fließt da mehr Strom als da. Und das kann nur zusammenpassen, indem es einen kleinen Strom gibt, der hier rüber fließt. Aber in einer idealisierten Annahme eben, dass die Leiter keinen Widerstand und eigentlich auch keine Länge oder sowas, kann dazwischen kein Strom fließen, weil es sind ja keine Potenzialdifferenz. Strom kann, aber hat auch keinen Widerstand und damit kannst du quasi, wenn du so hast, U ist R mal I. So. Und R ist 0, weil kein Widerstand. Dann kann I einen beliebigen Wert annehmen, ohne dass ich ein U brauche. Und so passt es dann auch wieder zusammen. Das ist auch messbar. Also den gibt es. Ja, das sind also in der Messtechnik hat man solche Brücken zum Beispiel genau dazu, um unbekannte Widerstände zu messen. Dann habe ich da quasi einen unbekannten Widerstand hier und dann mache ich einen einstellbaren Widerstand da und dann schaue ich, bei welcher Einstellung hier kein Strom fließt. Und dann weiß ich, dass der unbekannte Widerstand genauso groß ist, wie der, den ich einstelle. Vorausgesetzt, die beiden sind gleich groß. Gut, also das war das Beispiel. Das Beispiel. Ich bin wieder zurückgegangen, genau. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Du sagst indirekt proportional. Heißt das so oder meinst du umgekehrt proportional? Ich kenne indirekt proportional als umgekehrt proportional. Aber aha, ich nicht. Okay. Okay. Das ist neu für mich. Also quasi eins durch. Ja, dann reden wir vom gleichen. Aber was ist das, was ich meine?
Okay, in welchen Fällen ist die Anwendung der oben genannten Regeln, also wir reden jetzt von Regeln zum Zeichnen von Schaltpinnen, in welchen Fällen ist die Anwendung dieser Regeln nicht möglich oder nicht sinnvoll? Wenn die Schaltpinnen riesengroß sind, ja, dann gibt es viele Punkte, wo man dann das nicht mehr unbedingt so machen kann. Welche Regeln wird man dann eher verletzen, wenn der Schaltplan sehr groß ist? Hol die Regeln nochmal näher, so. Ja, die erste. Genau, das geht dann oft nicht, da hat man vielleicht irgendwelche Abschnitte und versucht dann halt lokal für jeden Abschnitt sich an diese Regeln zu halten. Vielleicht ist die Spannungsversorgung auch nicht mehr unbedingt links, weil man halt irgendwie eine größere Teilschaltung hat, die überhaupt erst die Spannungen herstellt. Dann versucht man aber auch wieder die Teilschaltung so zu machen, dass das von links kommt und die Blöcke sind dann halt irgendwie verteilt. Wo ist es nicht möglich? Mehrere Versorgungsspannungen, dann hat man irgendwann. Ja, die kann man immer noch so staffeln, aber es wird auch oft unübersichtlich, wenn man das zu sehr versucht. Aber es ist wirklich nicht möglich. Also da kann man machen, was man möchte. Man könnte quasi auf jede Übersichtlichkeit pfeifen und trotzdem geht es nicht. Wenn meine Schaltung Strom erzeugt, ist nicht. Ja, dann macht halt dieser Begriff keinen Sinn, dann macht diese Regel überhaupt keinen Sinn, aber ja. Aber wenn. Die Frage ist halt, wie erzeugt, weil meistens, wenn es rein elektrisch ist, ist ein Trafo, dann habe ich wieder links quasi, kommt rein, rechts kommt dann das Neue raus. Aber es ist ein gutes Beispiel, aber ich möchte auf ein anderes Beispiel hinaus. Wenn es um eine Platine geht und ein Gehäuse? Na, das ist ja vom Schaltplan abhängig. Also wir reden immer noch vom Schaltplan. Jetzt könnte es um die Informationsübertragung gehen und nicht um die... Ja, genau. Warum? Wo ist da das Problem? Ja, da habe ich halt... Es geht ja nicht darum, wo das Potenzial ist oder so, sondern da geht es ja eigentlich nur darum, wo halt die Information fließt. Ja. Also das Problem ist, das Problem ist, wenn ich eine Leitung habe, wo eine Information übertragen wird, dann drücke ich ja diese Information als unterschiedliche Spannungswerte zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus. Und wenn ich dann irgendwie da mehrere Potenziale habe, die ich quasi nach mehreren Höhenschichten so einteile, dann kann ich nicht sagen, das Signal gehört genau auf der Ebene hinein. Weil sich das ja von Zeitpunkt zu Zeitpunkt ändert. Das ist ja die ganze Idee, dass auf der Leitung mal ein hohes Potenzial und mal ein niedriges Potenzial ist. Und dann muss ich da rausbrechen. Aber dann kann man immer noch sagen, okay, ich habe vielleicht hier 5 Volt und da habe ich 0 Volt und ich weiß, mein Signal bewegt sich immer zwischen 0 Volt und 5 Volt, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Schaltung auch so anzuordnen, dass das Signal irgendwie in der Höhe rauskommt und nicht da unten irgendwo rauskommt. Aber das ist eben dieser Punkt hier mit hohes Potenzial oben, niedriges Potenzial unten, das macht eigentlich nur Sinn für die Teile der Schaltung, wo ich quasi statisches Potenzial habe, wo ich etwas habe, was sich nicht über die Zeit ändert. Und wenn ich etwas habe, was sich über die Zeit ändert, dann muss ich halt irgendwie wählen etwas, was halbwegs sinnvoll ist, aber ich komme nicht auf so ein Ideal, dass ich das einfach so nach Höhenlinien ordne und dann habe ich die ganzen Potenziale der Reihe nach aufgeschlüsselt, so wie es in der Realität auftreten werden. Gut. So, welche Kompromisse sind in diesen Fällen angemessen? Haben wir auch gesagt, dann tue ich das Signal halt dorthin, wo es hinpasst, oder ich halte mich, wenn es eine große Schaltung ist, an diese Konventionen bei Teilschaltungen, weil gerade bei einer großen Schaltung, da setzt sich ja niemand davor, vor einem riesigen Schaltplan und sagt, oh, ein Fernseher, sondern der schaut sich vielleicht mal Teilschaltungen an und sagt, okay, da habe ich eine Hochspannungskaskade und da habe ich was auch immer, das könnte ein Fernseher sein, nicht? Weil er von diesen Blöcken schließt und die Blöcke, die sollten halt irgendwie so gezeichnet sein, dass sie diesen Schemata entsprechen, weil dann wird die gleiche Schaltung auch immer ähnlich gezeichnet und dann ist ein Wiedererkennungswert da, wenn man diese Schaltungen sieht. Okay. Fragen? Der Michi freut sich, wenn wir gleich fertig sind. Gut, dann sehen wir das für heute. Ich habe eine organisatorische Sache noch.
Das betrifft nicht das nächste Mal, sondern ich glaube das übernächste Mal. Ich möchte es trotzdem heute nochmal kurz sagen, damit das dann an niemanden vorbeigeht. Das übernächste Mal ist der Termin um eine Woche früher statt der Experimentiergruppe, weil nämlich an dem letzten Freitag im Monat hier ein großes Festl ist. Und ich glaube, wenn wir hier diese Runde haben und dann möchte jemand Party feiern, das geht sich nicht aus. Also sehen wir auf den vorletzten Freitag ausgewichen. Also das nächste Mal ist es ganz normal, aber das übernächste Mal ist es am 22.06. Gut, dann sage ich danke. Ich bin noch da, wenn es Fragen gibt. Und ja.